Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Minecraft Friends und Friends Szenen. Wir sind heute alle versammelt, also nicht alle, aber es sind sehr, sehr viele, denn wir werden heute das Portal in den Nether öffnen und werden dort die ersten Erkundungstouren starten. Es bleibt spannend. Die neue Osteraktion im Banks Shop steht an und zwar bekommt jede Bestellung ab 8.3. um 12 Uhr eine handsignierte Autogrammkarte mit Special Ostereiersuche auf der Rückseite. Außerdem bekommen die ersten 1000 Bestellung eine limitierte Schoko-Ostereier-Banks-Box. Schlag auf jeden Fall beim neuen limitierten Special Banks Graffiti-Hoodie zu. Und außerdem wurden natürlich auch alle weiteren Produkte gerestockt. Geht auf www.banks.shop, Link in der Videobeschreibung und schlag zu. Vielleicht können wir heute Vladimiro, mein Guter, wie geht's dir denn? Vielleicht werden wir heute auch mit Easys Bank noch ein bisschen was machen. Easy ist leider noch nicht da. Ich glaube, die kommt erst heute Abend. Das heißt, die kleine Überraschung mit Wardy, den ich ja in der Flasche habe, muss noch auf sich warten. Ich bin aber gespannt, was es heute für Action gibt. Moin, Ebu! Hallöchen! Boah, war aber fett abgeschmatzt erstmal. Sorry. Ja. Wo sind denn? Gibt's hier schon ein Portal? Nee, ich glaube nicht. Also ich weiß gar nicht, was jetzt der Plan ist. Wo ist jeder? Problem ist, ich kann den Alarm aktuell noch nicht ausmachen. Der macht bei dir auch einen Alarm? Nee, ich habe das, glaube ich, falsch eingestellt, eigentlich nicht. Logo? Logo, wie findest du deine Nachbarschaft? Wie würdest du das finden, wenn ich zwei dran mache, damit es noch mehr ist? Oha! Ja. Darf's nicht da einfach drüber springen, das ist Hausfriedensbruch. Mach ich doch gar nicht. Natürlich, habe ich doch gesehen. Siehst du, wie ich springe? Mach ich nicht. Aber ich habe Angst, was ist, wenn diese Laser mich zersetzen? Die machen schon gut Schaden, ja. Aber ich habe schon dünne Haut. Aber killen sollten sie dich nicht. Was, wenn ich danach... Oh, Ebu, bitte auf einmal durchzulaufen. Jetzt nervt's mich ja selber, wirklich. Warum sind hier Laser? Hallo? Gambo? Benjamin? Ja, bitte? Mr. Melone? Logo? Media? TV? Hä, wo... Ach, da bist du. Bin ein bisschen iced out. Einfach Taucherausrüstung. Der Taucher-Trip. Ja. Oh. Lass uns ein Gruppenfoto machen. Ach, Elina ist ja tot. Wir müssen zu ihrem... Lass das in die Sonne. Wir brauchen Licht. Ich war auf einer Beerdigung und hab mich seitdem nicht mehr umgezogen. Oh, nee. Einfach den russischen Trip. Leute, bitte, ich krieg einen Kollaps. Nein, es ist unendlich. Ja, dann könnt ihr auch mal schlafen gehen. Wir sind zu viele, das hilft dir nichts. Nee, du schaffst da schon. Nee, jetzt kill ich dich. Jetzt reicht's mir. Hast du noch Platz neben dir? Ich leg mich neben dich. Jetzt liege ich nicht mehr. Hey, yo! Hier hat sich jemand in meinen Bunker gegraben, oder was? Was? In dein Geheimbunker? Raus hier! In den Jungsbunker? Nein, das ist nicht der Jungsbunker. Jungs? Hey, wer von euch Sackgesichtern war das? Ebro, du hast noch nie was vom Jungsbunker gehört. Du lebst wohl vom Jungsbunker. Boah, da ist die Jungsbunker-Anführerin, die Lüne. Hä? Doch nicht auf meinem Grundstück, Flo. Mach den Scheiß weg. Nein, nein, lass doch stehen. Das wäre so cool. Oh nein. Ich werde Angst haben. Schlafen, Leute. Schön ausschlafen. Selina, du hast doch eine Woche in deinem Grab geschlafen. Oh, ich habe fast Flugheimer erwischt, Alter. Das war knapp. Ja, aber heißt der wirklich Flugheimer? Oh mein Gott. So, Leute, wir brauchen ein Portal. Okay, ich werde dich hier mitten auf deinem Grundstück errichten. Nein. Let's go. Wo ist denn das Stargate? Das wäre doch ein Portal gewesen. Ja, das ist auch geplant, aber machen wir noch. Weg, das habe ich gar nicht gehört. Wo ist denn das? Hätte sich voll gut geeignet. Ich habe Obsidian gefunden. Ja, in meiner Kiste oder wo? Hier drauf, nicht drauf steppen, bitte. Obsidian gefunden. Oha, Ebro macht schon. Ja, tolles Portal, Ebro. Richtig geiles Portal. Super. Und abfahren. Das ist mehr eine Kunstinstallation, als dass es ein Portal ist. Wenn wir uns richtig anstrengen, dann funktioniert das vielleicht. Leute, aber ich will vorher ein Gruppenfoto machen. Stellt euch alle mal dahin. Gruppenfoto. Ich hab zu sehr gepresst. Ach nö. Was? Ich wollte es zu sehr. Ey! Mein Rucksack raus. Oh mein Gott, ist das eine Mine? Gruppenfoto. Aus Foto. Gambo. Auf drei sagen wir alle Takis. Eins, Yippie. Zwei, drei. Takis! Oh, warte, ich hatte eine Fehlzündung. Wir müssen nochmal Takis sagen. Eins, zwei, drei. Takis!
Oh, geil. Das wäre so cool gewesen, wenn er jetzt eine Mine gezündet hätte. Boah. Das wäre so wild gewesen. Das ist ein cooles Erinnerungsfoto. Das gibt's jetzt erhältlich auf Banks.com Shop als T-Shirt. Für 100.000 Millionen Euro. Es geht ja schon, ey, ich hab geschielt. Nee, warte, Logo hat ja was vorbereitet, sage ich. Ah, die kann er ja gar nicht, Portal war aus. Oh mein Gott. Das ist krass. Alter, was ist hier explodiert? Alter. Junge, will der mal eine Sniper-Rifle? Okay. Es sieht alles anders aus. Ist bei euch auch alles eine Regenbogenfarben? Ja. Nein. Ja, sagt sie. Mach mal bitte Gamma. Was? Bau das bitte in blau. Okay, natürlich baue ich das in blau. Baue ich das in blau? Alter, warte mal kurz, Gamma. Setz dich wieder hin. Boah, das war ein mieser wirklich. Aber das war clean und ey, der macht Stress hier weg. Ciao, ciao, euer Ben. Haben wir den Plan? Netherite! Yo, was ist das? Aua! Yeah. Ah, wir haben gespleeft. Ich wurde geschubst. Netherite. Boah, ich muss meine Quarzvilla bauen. Du bist so hoch, Logo. Du musst halt herunter. Okay, Netherite. Hab dich einfach gerade nach unten. Mach ich. Mann, ich hab die ganze Zeit, wollte ich Elida als Piglin thrown, aber man sieht ja meine ganze Rüstung. Ist das kacke. Netherite. Haben wir schon Netherite gefunden? Ey, ich hab eine Bastion gefunden. Was? Direkt hier unter uns. Leute, ich hab den Enderdrachen gefunden. Ah. Ich kann voll weit gucken, Alter. Ist voll geil. Alter, ich hab so viele Stacks Netherrack. Ich muss nie wieder irgendwas farmen. Was willst du mit Netherrack? Das ist der billigste Block, den es gibt. Aua, Leute, guck mal da an der Ecke. Netherrack. Boah, das wird ein Long-Distance-Sniper-Schuss. Er versteckt sich, besser ist auch. Gambo, wo hast du die Bastion gesehen? Wo ist Gambo? Da ist keine Bastion, das war ein Witz. Ich trianguliere jetzt eine. Wow. Alter. Es sieht so anders aus. Alter, aber Alter, was ist das für eine Dimension, Junge? Aber sind wir hier etwa im Aether? Tschüss, Jungs. Was? Er ist gesprungen. Ich glaube, Logo ist tot. Ich kriege auch keinen Fallschaden. Ich könnte aber runterspringen. Oh, ich kriege, glaube ich, auch keinen Fallschaden. Yippie! Spaß. Echt jetzt? Also kriegst du? Gestorben, wäre ich da runtergefallen. Kriege ich hier mit Glück raus, nicht so viel. Ja, ich habe ein bisschen die Hoffnung, dass man hier so Strukturen finden kann, wie halt auch so in Höhlen, ganz normal, aber dass hier halt dann andere Artefakte drin sind, weißt du? Weil sind auf dem Atzen. Sollten wir uns vielleicht eine Goldrüstung machen? Da ist das Portal. Oh nein, Elina. Was denn? Der hat eine Festung, so ein Lacker. Hier sind sie wieder. Die Bienen. Moskiten. Ja. Oh nein. Die schlimmsten. Oh nein, eine will ich noch. Hör, was denn das? Das ist neu. Oh, das explodiert. Aber wie kann man es dann farmen? Man kann das ja da gar nicht farmen. Hä? Warte, eine Hake. Ich habe eine Hake dabei. Hier ist noch. Nee, warte mal. Oder? Nee. Aber richtig, weil du wieder drauf gedrückt hast. Aber das ist doch auch neu. Aber die droppen nicht. Doch, die droppen. Ich hab was. Ah, nee, Trauerrang. Das ist ganz normal Vanilla, oder? Ja, aber es läuft. Die sehen so komisch aus. Ah, hier ist noch eine, hier ist noch eine. Das sind. Ich hab's. Doch, das droppt, ne? Ja. Was ist das? Propelperls. Popel, das sind Popel, Elina. Ich esse Popel. Da kann man nicht essen. Was kann man daraus machen? Warte. Kannst du bestimmt platzieren. Nee, da kannst du safe was zu essen. Ja, das ist für Essen, Elina. Daraus kannst du machen. Ey, daraus kannst du so einen Schaschlik-Spieß machen. Was? Wie cool. Und eine Fackel, die halt explodiert. Zusammen mit einem, also das ist, bau das hier mal ab, das Teil. Ah, wie kriegt man die das aber? Geht nicht. Also du kannst nur rechts klicken und die Beere rausnehmen quasi. Was ist, wenn wir das da runter abbauen? Oh ja, das ist ein guter Call. Nee, das war nix. Auch nicht? Ja, wie kriegt man die? Das ist schwierig. Ja, gut, auf jeden Fall, die beiden zusammen kannst du halt diese, kannst du eine Fackel machen. Und, genau, kannst du einen Schaschlik daraus machen. Das war aber nicht ich. Das war ein L.A., der da rumfliegt. Ja, die cheaten ja alle schon wieder. Das ist Logo. Das ist immer gar nicht, ich hab euch gesucht. Ein L.A.-Cheater haben wir hier. Hier, richtig krass, guckt euch das mal an. Dieses Zuckerrohr, was da steht. Dass das explodiert? Ja. Ah, nee, guck mal. Das ist, ah, nee, doch, das ist das. Das ist die, da wurde diesen Stab raus. Mach mal rechtsklick. Nee, ich kann's nicht. Aber wie farmt man das?
Nee, du kannst das nicht irgendwie. Also ich habe das schon mit einer Schere probiert, das hat nicht geklappt. Das ist explodiert. Na, du kannst die Bären. Die Bären kannst du. Oder? Die Bären kannst du auf jeden Fall rechts rausklicken. Ja, die das hab geht, ich. Ich habe schon 4. Die Popelbären. Aua! Hexenhut? Oh! Aber fast. Fast sage ich mal. Eine Bastion ist ja viel cooler als eine Festung. Hä, eine Festung ist doch auch nicht schlecht. So eine Festung ist ja, doch aber auch eine Bastion toll. Ist viel cooler. Aber die sind auch cool. Und die explodieren sogar, wenn man einfach dagegen läuft. Oder hast du die gerade rechts geklickt? Ich bin jetzt auch da. Ja, Elina, das hast du toll gemacht. Yippie. Ganz bravo, Elina. Bravo, bravo, bravo. Positiver Feedback Loop. Das ist das Geheimnis. Ja. Tools of War, ja, die haben eine Bastion. Wir haben auch was Cooles. Ja, das ist übelst cool, was wir hier haben. Ich glaub, der heult gleich, Junge. Was ist denn hier los? Ja, eine Bastion. Oh, ist halt den cool, will ich killen. Tetra-Sachen findest. Der droppt, glaube ich, so ein Special Fleisch. Nee, Fleisch? Das droppt er nur, wenn du den mit einem Messer killst. Ah. Du meinst diesen Picklin-Schinken oder so? Ja, ja. Ich habe kein Messer mit. Nee, der hat's auch so gedroppt. Ich hab's hier. Hoglin-Loin. Ah, es gibt noch irgendwas anderes, was man, glaube ich, nur mit dem Messer bekommt. Daraus kann ich machen einen gefüllten Hoglin. Alter, der muss ja so viel herstellen. Schinken. Ein großes Stück Fleisch vom Bein. Ah, ja, 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 ja. Ah, ja, 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 ja. Da brauche ich ein Messer, richtig. Alter, was passiert, wenn ich da jetzt einfach reinspringe? Oh Gott, Ben. Da geht. Das sieht nicht so viel ab. Hier gibt's doch auch Truhen. Hier kann man doch safe auch Tetra-Sachen finden. Gute Frage. Ja. Nächste Frage. Ich glaube, aus Blazes kann man auch was zu essen machen oder so. Mal gucken. Alter, ich bin hier im absoluten Quadro-Beschuss. Quadro-Formaggi? Quadro-Formaggi-Pizza auf Lock. Das Ding ist, Leute, dadurch, dass es jetzt Festung ja gibt, hört ihr mich? Ja, ich höre dich. Kann man ja jetzt Skeleton-Skulls sammeln und mit denen kannst du ja diesen Codebrecher craften. Das heißt, ab jetzt kannst du halt Codebrecher machen, ne? Die funktionieren aber nicht immer, ne? Nee, nee, ein Drittel, ich weiß. Oh Mann, wo sind die? Ich burne. Boah, ich bin hier, Alter, wo seid ihr? Ich werde hier... Ah! Boah, zum Glück habe ich Feuerresi. Heilige Mutter Mariah, Alter. Das hat mich so in die Lava gescheppert, ey. Tools of War. Boah, ach so, das ist so ein extra Teil quasi in der Bastion mit, wo man so... Das ist cool. Okay. Ja, jetzt will ich auch eine Bastion. Hallo, Sens. Ich scheiß mir in die Hosens. Ah, hier sind wir. Ein Allied-Cheater? Oh, ich hab... Oh, nein. Wir sollten hier mal weg. Wir sterben hier gleich. Oder ich sterbe wahrscheinlich eher. Stimmt, du rennst mit einem Rüstungsherum. Ja, dann lass eine Bastion erstmal suchen, oder? Okay. Ja. Ich habe auch noch nicht eine Kiste hier gesehen. Oh, wieso vielleicht sind hier keine Warzen, ey? Oder die Schneider von euch? Wieso sind denn hier keine Warzen? Gib mir wenigstens mal eine hier. Ich hatte schon Warzen, bevor wir in den Nether gegangen sind. Wow. Ich bin eine Hexe, ich habe immer Warzen. Das stimmt, auf der Nase. Hey, hier ist nicht eine Kiste. Flo war safe schon hier. Der Admin hat alles geklärt vorher, ich raste aus. Dieser scheiß Admin. Ich habe eine Kiste, haha, und ich habe was. Hey, schnell rausgenommen, bevor die ganzen Geier kommen. Alter, was ist denn hier drin für krasses Stuff? Da ist hier ist übel krass, Alter. Drinne. Hier sind 3 Kohle drin. Ach so, ich habe nur 2 Stacks. Das ist mein Müll, das habe ich da so reingetan. 3 Stacks Netherrack. Nee, ich habe aber wirklich was gefunden. 5 Stacks. Ja, jetzt halt die Schnauze. Ich habe in Logos Rucksack geguckt und ich dachte, wovon? Junge, was hat die Gäste für Babalut, Alter? Hexenhut? Oh, hätte er sein können. Nee, ich hab Hone Guild One aus Tetra gefunden. Eine Verzauberungsrolle, die es möglich macht, um zu leveln, die Magiekapazität zu leveln. Ich hab so viel Netherrack kommentiert, mir ist jetzt schwindelig. Ja, okay, dann kannst du das Ding besser verzaubern. Also ja, das ist schon big eigentlich, glaube ich sogar. So, ich hab Sichtweite jetzt auf 20. Ich hab unendlich Sichtweite. Die Bastion befindet sich da hinten rechts. Ich sehe nichts. Leute, da ist wirklich was gebaut. Das heißt, die sind da vorne lang. Ja, ja, hier ist Erde, ne, meinst du das? Ja, wollen wir da mal hin? Ja, ja. Ist dann schon alles gelootet. Dann ist ja, ja. Wir können ja ab, ja, über Lava können wir... Dann kriegen wir nur die Reste. Ja, aber Reste essen ist doch auch nicht schlecht. Ist auch ein Essen. Nee, eben ist muss auch ein... Muss nicht schmecken, muss wirken. Heiß begehrte Reiseziele. Die haben alles da ist eine Bast, da ist die Bastion, Leute, wir sind dran vorbeigelaufen. Aber das ist wahrscheinlich... Was? Denkt ihr, das ist die, wo die waren? Dann sind die wahrscheinlich rübergeflogen, weil hier ist ja nichts gebaut. Dann? Da haben wir eine Kiste gelootet, auf aggressiv. Hier ist noch eine Festung. Hey, da ist noch eine Festung. Ja, ja.
Ah, dann ist das safe die Festung, in denen die jetzt rein sind. Was, die killen jetzt einfach. Dann holen wir uns ja, den Loot einfach, den die hatten. Ja, hier sind sie, pass auf. Siehst du sie? Ja, du geile Sau, ha? Huh? Ah, das ist ein Dings, wer ist das? Was sind Fetzen? Das ist Gambo. Hi! Wie hab ich euch denn jetzt wieder gefunden? Hier. Nein, alles gut, alles gut. Wasser. Ich chill kurz. Alles gut, ich regeneriere kurz. Da hinten ist eine Bastion, ich sehe eine Bastion in meiner unendlichen Reichweite der Sicht. Oh mein Gott, wo? Ja, Ben. Da, genau da. Wo müssen wir hin? Genau da. Siehst du okay. So weit? Dann hinter. Ja, weil ich cheater. Transformation! Transformer! Ah, oh. Nein! Logo, nicht sterben! Das war's, Logo ist tot. Alles gut, wenn's eng wird, dann... Oh, alles gut. Ich habe ja im Notfall noch Epos. Du musst nur ein Wort sagen, Logo. Ich gebe dir den Gnadenstoß, dann geht's schnell. So einer bist du. Du wartest nur auf die Chance, mir richtig schön in den Rücken zu stechen. Da ist noch eine Festung. Da hinten ist noch eine Festung sogar. Mr. X kann man nämlich nicht backstabben. Mr. X ist krass, ja. Aber der ist halt gerade nicht hier, ne? Ich habe auch das limitierte Poster von ihm an der Wand. Der hat Poster rausgebracht? Bringt das hier eigentlich irgendetwas? Ja, wir suchen Kisten hier. Wir suchen. Also diese Lava sehen, meint hier unten. Oh, ja, hier gibt's dicke Loot. Ich muss auch klauen. Ja. Oh, ich habe ein was bekommen. Feuerhandschuhe. Ich habe eine Schematik bekommen. Hab ich gesehen, das ist so eine Schmiede. Boah, also irgendeiner triggert hier die Pigments wirklich Omega-mäßig. Gubi Fortnite. Ich hab so viel. Oh, was würdet ihr jetzt machen, wenn ihr wirklich einfach eine Kiste hier öffnet und Gubi Fortnite kommt raus? Ja, Kisten sind hier Mangelware, ey. Ah, ich hab noch eine, glaube ich, oder? Was bringen denn diese Höhlentafeln hier in der Hölle? Sind die was anderes? Die sind. Komm, sag mal die Farbe. Ja, die sind so braun, ne? Ah, da hab ich auch. Ist, glaube ich, für Magnet. Hä? Ich hab einen Netherite-Barren. Aber woher? Bist du sicher, dass es ein echter ist oder ein Asche? Ich, warte, lass mich checken. Ja, ist ein echter. Hä, aber woher? Ich habe gar nicht gecheckt. Ich muss, weil ich Angst hatte, dass mir das weggegeiert wird, habe ich, glaube ich, die Kiste so schnell gelootet, dass es mir gar nicht aufgefallen ist, dass ich... Teilst du etwa nicht mit uns? Ich würde den Barren durch 4 teilen. Ja, können wir machen. Ich hab da... Hier, will die Rolle jemand haben? Weil ich glaube, wo habe ich die überhaupt hingelegt? Ah, hier. Ja, die Rollen, die ich bisher hatte, sind alle nicht so der Überbürner irgendwie. Ja, das was bringen denn die Rollen? Für Tetra kannst du deine Waffen upgraden mit. Warhammers. Okay. Was hast du da? Was ist das für eine? Ich habe Tools of War Chapter 7 Wars, also eine Sichel. Ich glaube, das ist, kann man das besser lesen. Wie kam dieses Hühnchen? Ich habe eine zweimal hier, die könnt ihr haben. War Sickles. Und was ist das? Was ist das für ich habe auch War Sickles, habe ich auch. Oh Mann, ey. Wow. Ich will nicht War Sickles, ich will Schwert oder Bogen oder so. Oh, Battle Axes klingt cool. Battle Axes ist strong, ja. So Battle Axes nehme ich mit, Alter. Guild 1. Guild 1 hatte ich auch, ja. Was ist denn hier mit Junge, was ist mit dem los, Alter? Ja, das ist, weil wir hier gemorpht fliegen. Deswegen rasten die da so aus. Ah. Ihr seid gemorpht? Nee, das ist meine wahre Form. Ich morph mich sonst immer als Mensch. So ein Ding. Der eine rockt ja die Trompete, wirklich. Alter, die drehen hier übel durch. Ja, bis man die richtig geilen Rollen findet, muss man wahrscheinlich noch mehr. Feuerhandschuh. Nice, das kann ich in meinen Artefakt-Shop machen. Oh, Leute, wo seid ihr? Ich bin hier, ich warte auf euch. Oh, Leute, hier sind Kisten. Oh, Doppelkiste, oha. Ja. Buch des Verschwindens. Ein Kupferschwert, das habe ich mir schon immer gewünscht. Krass, Mann. Oh, Warhammer, das ist auch big. Warhammer nehme ich. Oh, Leute, gehen wir jetzt beide oder was? Ja, wohin? Warte. Ja, zur nächsten Bastion, eine nächste Feste. Ich weiß doch auch nicht. Ich habe schon eine Festung gesehen irgendwo. Wir hatten schon übelst viel Glück, dass wir zwei Bastionen nebeneinander hatten. Warzen! Alter, da war ein ganzer Stack Cobblestone in der Kiste. Da war ein ganzer Stack Cobblestone. Das habe ich mir schon immer gewünscht. Boah, da mache ich geile Tränke. Ja, jibi. Aber Mr. X hat doch vielleicht auch nur das Gute im Sinn. Hast du darüber schon mal nachgedacht? Hier ist doch eine Kiste. Hier sind Bomben. Wow. Hey, Evo! Upsala. Oh, aus der Hand gefluppt, Alter. Ja. Boah, 64 Netherrack, das habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, nee, Festung ist Quark. Wir brauchen eine Bastion. Eine Sebastian. Leute, hier sind neue Mobs. Oh nein, diese Raben sind richtig nervig. Wo? Wer ist der? Warum ist er? Wer ist so groß? Die sind nicht neu. Die droppen so eine. Damit das sind noch die, die letztes Mal das so lange. Ja, die musst du so aufladen lassen und dann töten, dann droppen die ihre Seele. Das ist übel nervig. Habe ich alle schon hinter mir, ey. Boah, die Atzen gab's ja auch.
mit dem Straddleboard, aber das ist ja komplett für den Arsch jetzt. Es gibt ja richtige Skateboards und du kannst auch die verzaubern, dass die auf Lava fahren können. Das könnten wir dann eigentlich auch mal machen, ne? Das ist schon geil, ey. Bisschen Diamantos. Lecker, lecker, Schmecker. Nehmen wir auch mit. Kann ich mit ein? Ich brauche 2 Barren, um meinen Bogen zu Netherite zu upgraden, ne? Weil wenn ich jetzt eine Netherite Sniper Rifle noch machen könnte, ich glaube, da verliert die aber die Verzauberung und alles. Aber das wäre schon big, Alter, vom Damage her, ne? Ich will ein bisschen kochen. Das machen wir auch. Es gibt auch Ohren? Mhm. Wie macht Ohren? Okay, da brauche ich wohl ein Messer. Okay. Was gibt's denn hier noch? Na, okay. Also, Ibus raus. Gestern, die haben das Portal gefunden. Wir machen mal uns ganz kurz eine Werkbank hier. Was kann ich denn wegschmeißen? Was ist denn eher sinnlos? Hier, das Schild ist sinnlos. So, warte mal, wir können eigentlich auch mal ein paar Sachen in unser Inventar tun. Das können wir in unser Inventar tun. Das, alles, was wir jetzt eh so erstmal nicht mehr benutzen werden. Das und das. So, perfekt. Lasst mich kurz eine Werkbank machen. Und jetzt machen wir ganz kurz ein Eisenschwert. Da benötigen wir ein Stickeroni. Und jetzt haben wir ein Eisen. Küchenmesser, wollte ich sagen. Und da haben wir doch auch schon einen guten Atzen. Komm mal ran hier, mein Guter. Zack. Jetzt müsste der eigentlich das andere Fleisch droppen. Es ist meist halt ein bisschen schwach, leider. Aber geht schon. Ist ein bisschen sehr schwach, tatsächlich. Ja, 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 der hat besonders... Der hat Fett gedroppt oder so, ne? Fett zum Kochen, auch big, glaube ich. Und auf jeden Fall diese Schenkel. Okay, warte, ich habe hier gerade Stress. Ich sage jetzt gleich ein, Leute. Okay. So, warte mal, das muss weg. Okay, wir haben auf jeden Fall Schinken, genau. Und das ist wahrscheinlich irgendwie sowas wie Fett. Okay, Animal. Tierfett. Okay. Das kann ich in eine Flasche machen. Ah, damit kann ich burnen? Ah, okay, das ist cool. Daraus kann ich Kerzen machen. Und ich kann, wenn ich das aufkoche, kann ich damit das in eine Bottle machen. Dann ist das gekochtes Fett sozusagen. Und mit dem gekochten Fett kann ich dann den Ofen befüllen. Das ist natürlich ganz geil, ey. So, ich brauche doch safe für diese ganzen Kochrezepte auch Pilze und so ein Kram, oder? Boah, ja, ja. Okay, ja, hier brauche ich Strider, gibt's auch, okay. Das heißt, Strider müssen wir auch noch fertig machen. Dann hier, das braucht halt alles Pilze, Gras und so ein Kram, ne? Weil das kann ich ja gar nicht alles mitnehmen hier, ey. Ich nehme mal ein bisschen was mit, damit wir ein bisschen herumexperimentieren können, aber... Hä? Alter, was war das für ein Sound? Oh mein Gott, der! Komm ran, Alter. Ich weiß genau, wo du bist, kriege ich keinen Feuerschaden, mir egal. Komm ran. Mehrere! Das sind 2! Aber ich habe ihn gewone-shottet. Die Sniper-Rifle, Junge. Habe ich überhaupt den Morph jetzt bekommen, sag mal? Der ist so schnell weg gewesen. Ich glaube, ich habe den Morph nicht mal gekriegt. Oh, doch, hier. Knochenschlange, da haben wir sie. Ist aber nur der Kopf, leider. Guck mal, ist mein Kollege, der weiß nicht, wohin mit sich. Oh nein, der. Sniper Rifle, wir laden voll auf. Okay, er hat einen Schuss überlebt. Aber er ist untergetaucht. Nerv mal nicht. Okay, ich will aber eigentlich an dieses Strider ran, ne? Aber das ist, Problem ist, das aufzusammeln ist gar nicht so leicht, wenn der das jetzt hier droppt. Oh, ich hab's nicht aufgesammelt, ich Idiot. Oh, ich hab's. Mann, ist das Burn nervig gerade. Und du bist auch wirklich komplett nervig. Ciao, Alter, euer Benson. So, jetzt haben wir Strider-Stückchen. Das ist auch geil. Ey, das ist wieder so ein dicker, ne? Okay, let's go. Wir holen uns mehr Strider-Sachen. Das ist explodiert. Wie kann denn das Fleisch eigentlich verbrennen, wenn die Strider buchstäblich in Lava leben? Das macht doch gar keinen Sinn, oder? Okay, 5 Stück immerhin. Guti. Dann gehen wir mal zurück zum Spawn, würde ich sagen. Da ist noch eine Bastion. Glaubt ihr, die ist schon gelootet? Ist das die, wo wir waren? Boah, ich weiß nicht. Wir checken ab. Ah, nee, sieht gut aus. Aber Gold brauchen wir nicht. Ja, die Brutes können wir hier aufhören rumzunerven. So. Das sieht doch... Oh, ja, 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 ja. Das ist big. Oh, ja. Cruise Arms. Oha, das nehmen wir auf jeden Fall mit. Antiker Schrott, das nehmen wir auch big Baba-mäßig mit. Ja, das machen wir mal ganz kurz hier. So. Boah, also wir sind hier Platz. Pfeile können wir erstmal wegmachen. Das haben wir eh ohne Ende. Was kann wirklich weg? Was brauchen wir? Abs. Also das brauchen wir nicht. Kartoffeln, Fleisch, das muss man alles weg hier. So, das war's mit der Kiste. Hier gibt's aber noch viel mehr. So, hier unten ist nämlich diese Prime-Kiste. Passt mal auf. Schockierendes Anhängsel. Nice, ein Artef. Noch ein Balken. OP-Goldapfel. Schmeckt. Eine Schmiedevorlage, die schmeckt anders.
Battle Axes, die hab ich schon, ne? Die hab ich schon. Okay, aber das hier. Gibt eine Chance für Feinde vom Blitz getroffen zu werden. Das ist auch geil. Messer brauchen wir, glaube ich, auch raus manchmal. Was kann diese Brustplatte? Haltbarkeit 2. Ist besser als meine, nehmen wir mit. Hey, guck mal, was ich hier hab. Ich hab Hoglin-Fell. Alter. Okay, jetzt muss ich durch das Messer bekommen haben. Ist auch wichtig zum Kochen, glaube ich. So, da sind wir wieder back. Wer ist noch alles da? Flo, Fabi. Mit Fabi müssten wir eigentlich 1, 2. Da könnten wir das mit dem Bankding jetzt eigentlich gleich mal machen. Warte, wir müssen mal gucken, ob easy, ob das alles noch so ist. Ja, ist alles noch so. Okay, warte, müssen wir ganz kurz Fabi finden. Ich weiß nicht, wo der ist. Fabian. Fabian. Okay, Fabi ist auf dem Weg nach Hause. Sobald der da ist, machen wir mal dieses Bankding. Das will ich mir mal genau von innen nochmal angucken. Weil, wisst ihr, ich sperre mich ja da ein. Da brauche ich ja seine Hilfe. Wir können vorher auch mal... Vladimiro, ich hoffe, dir geht's gut. Wir können vorher hier mal auf dem schwarzen Brett auch mal gucken, ob es hier irgendwas Neues gibt. Vermisst, ein Like plus Abo auf dem Video. Ja, ein Like abgeben. Okay, vermisst, das ist meine. Stinkerheimer, Bankräuber, kennen wir doch. Biene geklaut, kennen wir. Das kennen wir auch. Suche neue Haustür, kennen wir auch. Das ist doch neu. Vermisse alle. Nee, das ist auch. Okay, ich glaube, wir kennen wir alles. Nichts Neues. Aber inzwischen irgendwie, es wird sehr viel vermisst, kann das sein. Vladimiro, ich hoffe, dir geht's gut. So, wir müssen mal, also das Artefakt tun wir hier hin. Und die Schmiedevorlage. Oh, jetzt muss ich echt diese Kisten, ey, warte mal, ich muss meine Kistensortierung immer kurz beibehalten. Tetra können wir halt viel. Ich brauche Tetra inzwischen wirklich eine Doppelkiste, ne? Das ist brutal, Alter. Das wir craften mal ganz kurz eine weitere Kiste. So. Wir können halt die Sniper Rifle upgraden, glaube ich, ne? Wartet mal. Wir scheppern mal das hier rein und dann holen wir uns mal ganz kurz Lava. So, dann haben wir nämlich 2 Barren und das müsste reichen. So, jetzt können wir hier noch die restlichen Tetra-Sachen reinmachen. So, sehr schön. Schmiede, jetzt müssen wir ein bisschen gucken. Schmiedevorlagen waren hier. Erinnerungsfotos waren auch hier. Hier habe ich ja auch nochmal alles voll. Das ist ein Artefakt, das wollen wir auf jeden Fall. Hier ist der Nether. Ich habe 2 Netherite-Barren? Woher? Diese Dinger vermehren sich illegal irgendwie, kann das sein? Es gibt nämlich, wartet mal, wo mache ich denn das hin? Ich brauche eine schicke Wand. Ich mache ganz kurz hier eine Testwand. So. Und das Portal reißen wir dann auf jeden Fall ab, Alter. Ich habe keinen Bock, dass das auf meinem Grundstück ist. Wir wollen noch größer. Schön, ne? Wir wollen richtig schön groß. Aber von der Sonne angestrahlt ist das auf der Seite. So. Jetzt mache ich hier das Bild in die Mitte. So. Und jetzt zeige ich euch nämlich die aktuellen 4 Spitzenreiter für das... Logo, offizielle Shop-Logo für meinen Shop dort, den ich da bald bauen werde. Also bald, also unmittelbar. Jetzt ja gleich. Für... Das gehört? Ach, hier spielt irgendein Mob-Instrument, Alter. Ich dachte, was ist denn das? Ich krieg schon eine Macke. Tada! Tatsächlich findet jetzt gerade... Also noch ein bisschen hell, weil wir müssen die Helligkeit noch ein bisschen runterdrehen, glaube ich. Tatsächlich findet gerade ein Voting... Das Portal ist so laut, ne? Kein Bock mehr, wir bauen das jetzt hier ab, wirklich. So, Ruhe, weg mit dem Müll. Ich habe schon genug Lärmbelästigung durch dieses verdammte Auge, Alter. So, also, gerade in der WhatsApp-Gruppe, wo ist mein Handy, läuft ein Voting, welches dieser 4 eingeschickten Bilder der Zuschauer mein offizielles Shop-Logo wird. Ich verrate mal nicht, wer... Oh, das ist gestartet, habe ich gerade aufgenommen. Verrate mal nicht, wer mein Spitzenreiter... Na doch, ich kann es schon verraten. Ich muss sagen, das ist mein Spitzenreiter, weil das sieht richtig cool aus. Guck mal, das sieht ich mit einer polierten Glatze, mit dieser glänzenden Superglatze. Bensons Glatzenshop auch schön in den Hintergrund geschrieben. Das sieht schon sehr, sehr geil aus. Das hat natürlich auch Style, ne, sage ich ehrlich. Aber wir gucken mal. So, wer ist denn in meiner WhatsApp-Gruppe? Die heißt Banks, könnt ihr suchen, aktuell der Spitzenreiter. Also wir haben hier auf jeden Fall die 1... mit Abstand, die ist das hier. Ich verstehe wegen des Jokes, auch mit dem Glanz auf der Glatze. Ich verstehe das, okay, ist safe. Platz 2 ist der hier. Platz 3 ist der hier. Und Platz 4 hat wirklich brutal wenig Votes, ist der hier. Ja, also ich denke, es ist eine Entscheidung zwischen den beiden. Wir nehmen einfach beide, würde ich sagen. Eins links, eins rechts, da haben wir 2 Glatzenlogos. Hallo? Also, ich will hier nicht diese Kacke hier haben, Alter. Hä? Warum hast du das alte abgebaut? Ja, weil das auf meinem Grundstück ist. Ja, aber jetzt kommen wir da nicht raus, die ist ja nicht verlassen. Ja, jetzt nicht mehr. Dann kommt ein drittes. Nö, das spawnt wieder als. Ja, warum? Ach, weil die durch das Portal. Ich muss das Portal auf der anderen Seite kaputt machen, ne? Ne, du musst hier ein anderes bauen und das dann verlinkt, das Netherportal zu deinem, was richtig steht hier. Mann, ist das nervig, ey. Was geht ab? Warum hältst du die Axt so komisch? Ben, guck mal, was ich hab. Deine so komisch?
Ich hab mal ganz normal. Ja, Flo. Oh nein, ups, ich hab's gedroppt versehentlich. Boah, das hätte ich gut gebrauchen können. Ich hab nämlich zwei und ich brauche. Kann ich mir das ausleihen? Ich hab, glaube ich, vier, wenn ich alle mal ich hab noch ganz viele. Kann ich mir eins borgen? Wie viel oder drei antiken Schrott, das wird auch gehen. Ich hab fünf von diesen Items Schrott, ich hab zehn von den Blöcken Schrott und dann. Also ich bräuchte drei Schrott. Denier? Ja, genau. Okay, was bietest du? Boah, was willst du haben? Ich gebe dir einen Gutschein, komm mal mit. Ein Gutschein? Ja, hier, guck mal. Bald wird nämlich Bensons Glatzenshop eröffnet. Was? Das sind verschiedene Möglichkeiten, wie das Logo aussehen kann. Oh, Ben, ich dachte schon, also läuft es für dich echt so schlecht? Also, warum und du aber Glatzenshop? Ja, weil das Glatze. Ja, aber weil ich da doch Hüte und Artefakte verkaufen werde und das verdeckt doch die Glatze. Okay. Junge, das riecht so. Du kriegst einen Gutschein für. Ja gut, Artefakte sind schon teuer. Ich sag ein Hut und ein Artefakt deiner Wahl. Nee, ich brauch keine Hute. Aber was hast du für Artefakte? Was hast du für welche? Ja, musst du warten, bis der Shop öffnet, aber ich kann's hier oben reingucken. Ich hab schon viele auf jeden Fall. Ich geb dir einen antiken Schrott für ein Artefakt. Nee. Drei für einen. Ja, ich hab selber schon richtig viele Artefakte. Ich brauch die nicht. Dann kill ich dich einfach und nehm's mir. Ich nehme auch Dienstleistungen an. Oh, die wollen alle Schuld Gambo schon gefallen. Du zwei Stück mich, sogar. Du kannst für mich. Ey, schmeiß deinen Müll hier nicht hin. Das ist dein Hut. Kein Müll. Ich hab ein Angebot für dich, Flo. Ach nee. Ja. Verdammt, ich hab gesagt, ich baue das Tetra-Ding bei dir ab, aber du hast es ja schon abgerissen. Boah, du könntest aber mein Haus wieder grün machen. Nee, auf gar keinen Fall, Alter. Nie im Leben. Lass das Blau stehen. Okay, warte, Ben, ich hab was Besseres. Du könntest meine Scheibe wieder ganz machen. Boah, das ist aber schon auch viel. Na, okay, weil du es bist, Flo. Oder hast du Sand? Ich könnte Sand gebrauchen. Ja, aber nicht so viel. Ich habe auch Glas. Brauchst du Glas? Ja. Ich habe keinen Sand, verdammt. Ich habe 29 Glasblöcke. Ganz oben. Ich überlege mir noch was. Soll ich mal hier was rein? Ich wollte euch hier noch was zeigen. Habt ihr kurze Zeit? Ja, ich brauch's, wenn dann jetzt, so später brauche ich's nicht mehr. Ja, komm, okay. Und was machst du für mich? Du gibst mir wie viel Sand? Oder ich hab keinen Sand. Ich geb dir sechs Stacks Sand. Okay. Ja. Oha, Kosflo. Kannst du sogar mitgucken, warte, ich mach's jetzt. Direkt am Kochen. Ich hab insgesamt noch vier Netherite Ingots. Was willst du craften? Ja, ich upgrade meine Sniper Rifle. Oh Gott, nein. Da brauche ich nämlich drei Barren, zwei hab ich schon. Und das ist der dritte Barren. Problem ist, die wird, glaube ich, am Anfang nicht so gut sein, weil die verliert, glaube ich, ihre Verzauberung dann. Weißt du? Ich brauche einen Sechserhammer, da muss ich zu meiner Schmiede. Ja, das kann ich jetzt hier nicht machen, verdammt. Muss ich später machen, da muss ich zur Schmiede, ey. Oh nein. Hallo? Oh Gott, bitte. Fabi, willst du uns das zeigen, Flo? Weil Fabi und ich müssen auch noch was erledigen. Ja. Wir können auch. Ich warte mal kurz, wir holen noch ein Logo dazu. Ich habe aber nicht mehr so viel oder Zeit. Oder eigentlich. Heute. Okay, dann komm mit. Dann zeige ich es nur euch, okay? Dann bleibt es unter uns. Oh, bitte, Mann. Nein, ich sag's. Dieser Alarm ist die Hölle, Alter. Mann. Komm doch selber. Dann wieder der Atomalarm. Okay, komm mal mit hier. Oh nein, er will uns den SCP-Bunker zeigen. Habt ihr schon gesehen? Oh nein. Ist es einer? Es ist wirklich einer. Oh nein. Warum ist hier überall Rotz auf dem Boden? Nee, das ist, damit es leuchtet. Achso. Damit es hier hell ist. Ja, okay, sieht geil aus. Ja. Boah, sieht auch gefährlich aus. Sieht auch nur so aus, ob man nicht mehr rauskommt, wenn man einmal drin ist. Nee, komm hier rein. Es kann nur sein, dass der Alarm. Oh nein, das kenne ich doch irgendwoher. Das ist, falls jemand ausbrechen will, okay? Aber guck mal, hier, willkommen. Alter, wie krass sieht das denn aus? Sieht das hier aus? Alter, Junge, hä? Festgehalten. Das sieht wild aus. Aber du hast ja noch gar keine SCPs, oder? Ja, aber ich will welche einfangen. Vielleicht will ich dich ein, Ben. SCP BNX. Nein. Aber guck mal, nee, doch, ich hab einen. Guck mal, hier. Hier ist Junge, ein SCP. Was hat der gebaut? Ah, Logo. Du kannst die auch hier durchlesen, die Beschreibung von dem SCP. Das würde mich mal interessieren, ne? Name Keta, Name der haarlose Mann. Nicht antworten, wenn er nachts GG Gaming Haus sagt. Okay. Ja, toxische Substanzen, Labor, ja. Alles krass. Sofort die Telefon, also sobald die Kreatur beginnt. Sich Kontakt unter allen Umständen vermeiden. Ne? Nicht schlecht. Komm, ich hab noch was hier. Sieht schon sehr krank aus hier drin. Das ist aber ein geheimer SCP. Hier.
Warte, der ist ein bisschen schüchtern. Nee, der will uns da einsperren, Alter. Passt mal auf. Ja, komm. Nein. Eingestellt. Ja. Gamo geht vor. Dann verraten wir den Code. Gamo, komm. Nee, auf gar keinen Fall gehe ich da rein. Komm, Gamo. Mit einem Code gehe ich da rein. Gib dir ein Geschenk, gib dir Netherite. Oha! Oh, nee. Hey! Netherite und weg. Der 31er. Hey! Ich werde da nicht reingehen, Alter, nie im Leben. Also, ich will nicht sagen, musst du auch nicht. Das ist für SCP. Wir kommen auch eh nie hier raus, ne? Also, das ist für die, ja, das ist auch der Sinn von der SCP Foundation hier. Aber hast du das auch dem Finanzamt gemeldet, was du hier betreibst? Hallo! Ciao, Fabi, du bist der Nächste. Raus da rein, alles Gute wünsche ich dir. Hörst du das hier? Oh, wir gehen! Ja, geht ihr? Nee, wir gehen nicht und kommen ja nicht raus. Guck mal, ich kann euch das noch zeigen hier. Das ist der mittlere Bereich. Ja, die haben es ein bisschen humaner, ne? Die haben wenigstens ein bisschen Gras. Ja, die haben wenigstens Gras. Grünzeug. Bisschen Salat. Hä? Eine SCP ist ausgebrochen. Ja, wie bist du hier durchgekommen? Du musst es wollen, Ben. Du musst es richtig wollen. Okay. Ja, aber Ben, wenn du willst, wir können vielleicht zusammenarbeiten. Also ich will vielleicht hier seltene Monster einsperren. Oder seltene Kreaturen aus. Boah, ich habe ein richtig seltenes Monster. Den hier. Yo! Oh. Hallo! Das ist der Nasobert. Hey! Guck mal, der passt hier direkt rein hier. In die schwere Containment-Zone. Ich hab sogar ein antikes Monster hier. Schau mal da. In die schwere. Ich hab ein antikes Monster. Da sind wirklich die ganz schweren Fälle, ey. So, jetzt lass uns mal raus, Flo, hier. Oh Mann, weil ich mach mir die Mühe, da wenigstens drüber zu springen. Die anderen latschen da durch. Ja, konntest du mir auch egal. Ich bin drunter durch. Jetzt ist mir egal. Der Appetit. Was? So, Fabi, wir müssen jetzt eine geheime Mission machen. Let's go. Die SCPs sind frei. Eine geheime Mission. Das ist eine geheime Mission. Die hat sich gewaschen, ey. Wie lange dauert die Geheimmission? Nicht lange, keine Sorge. Aber es darf keine Zeugen geben. Wir müssen Gambo killen. Spaß. Hey, hallo! Ich bin dabei! Gambo, tschüss und mach nicht den Kakerlaken-Modus, ich sag dir das. Wenn ich dich in der Kakerlake sehe, dann kill ich dich, du Kackerhaufen. Hey, wie redest du mit mir? Ja, sehr schön, Kakerlaken. Weil die müssen in eine Gruppe gehen, damit er nicht mithört, ne? Gambo! Hat doch gar nichts. Ja! Die kleine Kakerlake! Ich geh nach Hause! Okay, Fabi, ich brauch dich hier. Also du bist ja gar nicht up to date, ne? Komm mal hier rein. Nicht. Sind die Geschütze? Nee. Mann, ja, das ist eine Leck. Das ist. Ach, du kannst gar nicht drüber springen. Gambo, jetzt geh mal weg! Mann, Junge, ey. Der wird das halt die ganze Zeit weiterhören. Also ich kenne ihn ganz genau. Der wird da noch eine Stunde sitzen. Ja, mir egal. Ich dachte, das ist Gambo. Gambo hockt jetzt eh da irgendwo, Junge. Ja, ja, der hockt auch. Der grinst sich gerade. Junge, der kichert sich da wirklich wie eine Kicherlake, Alter, einen ab. Ja. Also eine geheime Person. Ach, wir machen so ein Meeting, ne? Okay, ja. Ein geheimes Geheim-Meeting. Das Problem ist, ich sehe dich aber nur, wenn ich so stehe. Ja, auf jeden Fall gab es hier einen Banküberfall, wie du unschwer erkennen kannst. Boah, also Fabi, dein Internet bricht. Hallo? Dein Internet bricht hier gerade gut zusammen, ey. Kaum setzt er sich den Mr. Y-Hut auf, bricht das Internet zusammen, ey. Na gut, aber du verstehst mich auch noch, dann erzähle ich einfach. Ich habe hier die Bank überfallen, bin auch hier reingekommen, wenn du mal hier durchguckst, die Rahmen, die sind auch leer, da habe ich Sachen mitgenommen. Und das funktioniert immer noch. Ich habe ein bisschen das System hier nämlich überlistet und ich habe zusätzlich, weil du wunderst dich vielleicht, eine falsche Fährte hier gelegt. Also dieser obere Block war komplett sinnlos, habe ich gar nicht gebraucht. Ich habe den nur gelegt, um eine falsche Fährte zu Elina zu locken, dass sich die Hexenschwestern streiten und wir vielleicht Elina als Mrs. Z uns holen können, weißt du? Das war dieser Masterplan nämlich. Das ist Mastermind. Ja, ja. Hat Izzy da schon irgendwie was mitgemacht? Das weiß ich nicht. Ich glaube, safe. Also, das habe ich, also 100 Pro, das habe ich vorgestern oder gestern gemacht. Auf jeden Fall kann ich, glaube ich, noch die Tür nach. Ja, ich kann die nach wie vor öffnen. Das Problem ist nur, wenn du einmal da drin bist, kommst du halt nicht mehr raus. Das heißt, ich brauche mal kurz dich, der mich wieder rauslässt. Ja, okay. Der Code ist 007, gell, wir mal. Boah, 007. So. Okay, hier sind halt Passwortkisten. Weißt du, wie das Passwort von Easy ist? Kann man die wegtragen? Nee. Kann ich die runter? Nicht auch nicht. Auch einfach 007? Wäre zu einfach, oder? Nee, der 007, der Code ist ja von mir. Ach so.
Naja, das Ding ist, okay, ich glaube, wir kommen hier jetzt so nicht weiter. Was wir aber machen können, ich kann bis morgen noch zwei weitere Wither Skulls besorgen, dann können wir den mal besiegen. Und wenn wir so einen Stern haben, können wir so ein Hack-Device machen. Da können wir uns in die Truhen reinhacken. Und ich weiß noch genau, wo der Dia-Block war, hier. Oder war der hier? Verdammt, ich weiß nicht mal, wo der war. Aber ist auch egal. Auf jeden Fall 1212. Nee. Sie hat ja safe immer den gleichen Code, oder? Jetzt, also, wenn du den. Ich hab. Brauchst, was? Ich hab einfach 5x5. Das grad. Ist krank. Mach mal die andere Kiste. Dieser Block hat noch. Hey, dieser Block hat noch kein Passwort. Hä? Mach mal 1, 2, 3, 4, 5. Na, sie hat nicht immer 5x5. 4x5. Oh. Es ist 4x5. Sie hat überall 4x5, ich brauch den Hacker-Code gar nicht. Digga. Ich bin der geborene Hacker. Das ist übrigens krass. Okay, warte, komm, mach mal die Tür auf. So. Ja. Ich hoffe, du hast Platz im Inventar. Ja. Weil ich brauche hier mal kurz eine Paketstation. Alter, wir räumen easy komplett leer. Ja, aber nicht so viel Platz. Ey, Fabi, ich bin ja noch lange nicht fertig. Ja, okay, ich schmeiß meinen Müll. Oh mein Gott, ich habe dicke Dias. Hey, wie krass, dass ich das erraten habe. 4x5. Oh mein Gott, ich bin so rich. Dass ihr rüber den gleichen Code hat. Na, Lapis brauchen wir nicht. Redstone brauchen wir auch nicht. Okay, fertig. Wir haben das so leer geräumt, Alter. Oh, Digga, wirklich, wie krass. Aber dass du das rausfindest, ist. Das war wild, oder? Das war wild. Das ist wirklich geisterkrank. Einfach 4x5 auch. Ja, wir müssen jetzt irgendwie. Wo packen wir denn das hin? Ich mache hier einfach so eine versteckte Kiste hier. Eins drunter. So. Boah, das war krass, ne? Alter. Das war übelst big, Digga. Wirklich. Warte mal, anders, ich muss aber mal, wenn ich schon mal dabei im Flug gerade da ist, ich gebe mal Flo Wuschel zurück, ne? Mach das mal. Ja. Muss jetzt eh los. Okay, Fabi. Dann Meeting mit Mrs. Z vielleicht morgen, ey. Ja, halt mich da auf dem Laufenden. Ja, ja. Ciao, ciao. Tschö. Das war ja extrem erfolgreich. Also meine Güte, Alter, das war ja geil. So, wir holen mal ganz kurz Wuschel ab. Ich dächte, wir haben den hier. Das war nicht mit Absicht, Wuschel, Alter, tut mir leid. Wuschel-Roni, wir bringen dich nach Hause. Dir ist nichts passiert. Meine Haustiere habe ich immer noch nicht wieder. Verdammt nochmal. Egal. Wir haben Wardy eingesperrt. Ich denke, es ist easy mit den Haustieren. Und wir haben als Druckmittel Wardy eingesperrt und wir haben ihre ganze Bank leer geräumt. Plus gewinnen wir vielleicht die Dina für unser Projekt. Also guck mal, wo ist denn Flo jetzt? Kann ich hier nicht hinstellen. Der hat ja. Na doch, warte, hier so. Bob. Wuschel ist wieder da. Mr. X hat seinen Job erledigt und hat Wuschel zurück in Sicherheit gebracht. Das war's mit der heutigen Episode Minecraft Friends. Ich hoffe, es hat euch jetzt gefallen. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Abonniert natürlich auch den Kanal kostenlos. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns morgen. Haut rein, euer Benson.